Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Es handelt sich dabei um ein Armalion-Schlachtbrett, beziehungsweise das ist jetzt Total War mit der Warhammer-Edition. Keine Sorge, ich will hier gar nicht groß jetzt Warhammer-Let's Playen. Es soll einfach nur darum gehen, wie sieht's aus, wenn eine dämonische Armee auf einen Südhafen zumarschiert. Die ganzen Leute sind irgendwie unorganisiert, das ist nur eine Stadtwache oder eine Bürgermiliz. Die wissen nicht wirklich genau, was sie da tun, aber naja, vielleicht können wir sie ja ein kleines bisschen aufhalten. Die Helden können natürlich dann das Rädchen sein, was dann irgendwie verhindern muss, dass diese Stadt komplett überrannt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was wird, aber wenn wir nochmal reinzoomen und uns angucken, wie dieses Verhältnis aussieht, gelb sind wir hier oben, rot sind die anderen, das wird nicht lange gut gehen. Ja, wie gesagt, blendet bitte aus, dass es sich hierbei nicht um wirkliches Valusa handelt. Stellt euch einfach vor, dass das hier der Südhafen ist, der jetzt angegriffen wird. Von den Charybdiden-Armeen, also was da genau aus dem Wasser kommt, ist quasi egal. Die haben 1600 Punkte, wir haben 450 Punkte zur Verfügung. Die greifen eigentlich mit sowas wie Krakonian an und untoten Piraten. Ja, Verteidiger, die Kaiserlichen, die Mittelreicher. Das wird nicht lange gut ausgehen, wenn wir hier mit 5 schweren Infanteristen und 10 Stadtgardisten und sowas herumrennen. Also, das sind dann die offiziellen Armalion-Regeln. Wenn man das dann spielen möchte, müsste man sich die Ergänzungsbände dazu angucken. Häuserkampfregeln und so weiter und so fort. Wir schauen uns einfach mal diesen Ausgang an. Und das werde ich dann im Let's Play benutzen, um die Helden massiv unter Druck zu setzen, weil wenn eine Armee anrennt, dann kann ein einzelner Held quasi nichts tun. Nichts. So, wir müssen jetzt hier einfach mal unsere Speerkämpfer so ein bisschen versetzen. Wir werden hier nicht wirklich viel Land sehen, das ist mir schon klar. Wir werden irgendwann verlieren. Das ist auch okay. Ne? Dann werden wir hier überrannt und dann das eigentliche Ziel der Charybdiden wird dann das schwarze Schwert von Charybdor sein. Ja, bevor ihr sagt, das ist ja totaler Blödsinn, was du da tust, du hast überhaupt keine Ahnung von Taktik, von Strategie, von Total War, stimmt. Aber ich habe das Ganze auch nochmal ablaufen lassen mit KI gegen KI, Computer gegen Computergegner gegen Computergegner, wobei ich dem Verteidiger dann genauso viele Punkte gegeben habe wie mir, beziehungsweise sogar die gleiche Armee. Der hat die ein bisschen merkwürdig aufgestellt, muss ich sagen, hat sie aber auch im Wesentlichen nicht länger gehalten als ich. Also im Endeffekt, nach 4 Minuten war das Spiel zu Ende. Ich habe das dann auf Schnellvorlauf gemacht, weil wirklich viele eingreifen kann ich da nicht. Ich kann da irgendwie versuchen, nochmal mit dem Feldherr, mit dem, das ist ein einfacher Feldherr, kann ich nochmal versuchen, die Buffs rauszukloppen, also dass sie dann länger halten, besser verteidigen, besser angreifen. Aber am Ende, die Leute sind vielleicht gar nicht mal so sehr gestorben, sondern eher durch die Moral, durch die Einbrüche dann. Sehr schnell sind sie dann geflohen und haben sich dann im Inneren der Stadt ausgetobt. Und genauso werde ich das dann auch handhaben in der Kampagne. Also, ja, wie gesagt, das wird nicht wirklich lang gut ausgehen. Wir setzen einfach mal die Geschwindigkeit auf, ja, doppelt so schnell, wie es ist. Dann ist das nämlich auch hier gleich schon zu Ende. Ja, entscheidende Niederlage. Ich habe jetzt nicht wirklich viel getan. Wie gesagt, da hätte ich jetzt noch versuchen können, mich zurückzuziehen, versuchen, die Tore zu halten. Das ist spärlich möglich. Ich bin jetzt nicht so wirklich ein ausgefuchster Total War-Spieler, aber ich habe jetzt einfach mal die KI machen lassen. Schaut's euch an, wirklich viel Land zieht man da nicht. Ja, hoffen wir einfach, dass die Helden schnell reagieren können. Und naja, vielleicht passiert ja auch noch irgendwas Unvorhergesehenes. Aber wenn nichts passieren sollte, dann kann diese Dämonenarche ganz ohne Probleme die Stadt einnehmen.
Ja, wer sich nochmal die Statistiken ansehen möchte, auch hier noch einmal abgebildet, wie das dann aussieht. Es sind zwar viele Soldaten, die aufgestellt worden sind von mir, aber wirklich viele Punkte haben die nicht. Und naja, ich glaube, das würde nicht anders aussehen, wenn das jemand von euch macht.